Hi Leute, mein Name ist Tom und heute haben wir für euch mal ein kleines How-To, wie ihr eure Waffe richtig lackiert. Als allerersten Step solltet ihr euren Boden schützen. Wir nutzen dazu hier einfach einen Karton, den wir aus dem Lager uns organisiert haben. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, so wie wir jetzt hier draußen zu lackieren und das Indoor machen müsst, achtet dabei auf eine gute Belüftung, denn die lösemittelhaltigen Lacke sind gesundheitsschädlich für euch. Zusätzlich neben der guten Belüftung braucht ihr natürlich auch noch passende Schutzausrüstung. Dieser Filter hier reicht allerdings nicht, er schützt euch nicht vor den lösemittelhaltigen Lacken. Ihr bräuchtet dann schon eher solche Filter hier, die man gut erkennen kann an diesen braunen Streifen. Außerdem sind Einweghandschuhe sehr zu empfehlen. Zusätzlich haben wir hier noch zwei Bretter organisiert, damit wir die Waffe darauf ablegen können und diese nicht den Boden komplett berührt. So Leute, ihr fragt euch jetzt sicherlich, welchen Paintjob wir heute geplant haben, und wir machen heute einen Desert Paintjob. Dafür habe ich mir hier schon mal passende Lacke organisiert, einmal ganz klar unsere Desert Grundfarbe, des Weiteren ein relativ dunkles Braun als Kontrastgeber und ein Olivgrün. Alle Farben sind von Fosco und selbstverständlich bei uns erhältlich. Außerdem noch zu sagen, nehmt matte Farben, denn diese reflektieren das Licht nicht so wie Hochglanzfarben. Kommen wir nun zu ein paar Hilfsmitteln, die wir für euch vorbereitet haben. Wir haben hier zum Beispiel Blattmuster. Diese können dazu genutzt werden, um logischerweise Blattmuster auf eure Waffe zu bringen oder um Farbe abzustreifen. Als nächstes haben wir hier eine alte Gittermaske sowie ein Stoffnetz. Damit könnt ihr gitterartige Muster auf eure Waffe bringen. Als nächstes haben wir Schleifpapier und Schleifvlies. Das könnt ihr dazu nutzen, um Farbe abzutragen. Als letztes haben wir hier noch ein paar Schwämmchen. Damit könnt ihr Farbe abtupfen oder aufbringen. Nun haben wir unsere Waffe hier mal vorbereitet. Das ist eine Tokio Marui M40A5 mit einer N-Sister-Optik oben drauf montiert. Doch bevor wir jetzt mit den Lackieren anfangen, ist es ganz wichtig, dass ihr eure Waffe grundreinigt und alle Fingerabdrücke sowie Dreckpartikel, die noch drauf sind, entfernt. Dies könnt ihr mit einem milden Reiniger machen, zum Beispiel mit einem Glasreiniger. Des Weiteren solltet ihr eure Waffe vorschleifen. Das dient zur Oberflächenvergrößerung, damit euer Lack später viel besser auf der Waffe dann hält. Wir nutzen jetzt hier ein 240er Schleifpapier, das reicht vollkommen. Wichtig sei nur, nach dem Schleifen die Waffe nochmal komplett entstauben. Die Farbe haben wir hier, die Hilfsmittel liegen bereit. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Lackieren. Okay, unsere Grundfarbe ist drauf. Jetzt wird es Zeit für die nächsten Farben, die Deckfarben. Unsere Grundfarbe ist jetzt drauf. Jetzt nehme ich mir die Hilfsmittel herbei und bringe Details auf die Waffe auf. Ich fange hier an mit diesen Farnästchen. Um Blattmuster zu erzeugen, nehme ich meinen Farn, lege diesen auf die Waffe und sprühe dann direkt darüber. So, mit meinem Muster bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden. Um den Tankgehalt noch etwas abzuschwächen, werde ich jetzt noch aus etwas größerer Distanz mit den beiden anderen Farben nochmal drüber lackieren, so im Groben. Jetzt ist der Tannton etwas dunkler geworden. Meiner Meinung nach sieht die Waffe jetzt so wirklich schon mal echt genial aus. Allerdings kommen wir jetzt noch zu dem Used Look. Für den Used Look nutze ich jetzt etwas Schleifvlies, um die Waffe an bestimmten Stellen, die insbesondere beim Nutzen sehr stark beansprucht sind,
etwas abzutragen, die Farbe. Das heißt, hier zum Beispiel am Ladehebel kann ich jetzt das Ganze etwas machen, damit das wirklich so aussieht, als würde ich die Waffe schon seit Wochen oder Monaten nutzen. Wie man gut erkennen kann, kommt jetzt die Grundfarbe der Waffe wieder ganz normal zum Vorschein. Dementsprechend sieht die Waffe wirklich schon genial genutzt aus. Wir sind jetzt mal fix umgezogen, weil es angefangen hat zu regnen. Den Vorteil habt ihr natürlich, wenn ihr Indoor lackiert. Dort stören euch solche äußeren Einflüsse überhaupt nicht. Mit der ersten Seite bin ich komplett zufrieden. Jetzt wird es Zeit für die zweite Seite. Fangen wir jetzt bei der anderen Seite direkt wieder mit dem Grundton an. Auch hierbei gilt, die Flasche permanent bewegen, nicht stehen bleiben auf einer Stelle. So, mit dem Grundton bin ich soweit wieder zufrieden. Zeit für die Details. Was ihr nicht vergessen solltet, wenn eure Waffe flach auf dem Boden liegt, dass ihr die Ober- und Unterseite auch lackiert. Wie ihr seht, mag ich sehr dieses Netz. Das ist natürlich immer Geschmackssache, was man so sich dort als Muster drauf macht. Mit diesem Schleifvlies könnt ihr das natürlich super steuern, je nachdem wie stark ihr euren Used Look haben wollt. Ich stehe mehr darauf, wenn die Waffe wirklich schon etwas genutzt, gebraucht aussieht. Wenn ihr jetzt euer F aus Versehen überlackiert haben solltet, könnt ihr das auch mit diesem Schleifvlies vorsichtig freirubbeln. Wichtig ist, dass ihr das F unbedingt sichtbar auf der Waffe habt, denn ansonsten hat die Waffe keine offizielle Zulassung in Deutschland. Ich bin jetzt mit dem Paintjob soweit fertig und ich bin vollkommen zufrieden. Ich kann es kaum abwarten, mit dieser tollen Waffe aufs Spielfeld zu gehen. Also was haltet ihr eigentlich von Paintjobs? Lasst doch mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Paintjob-Videos mögt und habt ihr vielleicht Vorschläge, welchen Paintjob wir mal ausprobieren sollen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao.